So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eine Folge Ramses Kitchen. Und ihr habt es alle gesehen, wir haben beim letzten Mal diese Pizza getestet. Rockys Pizza, viel Käse von den drei Fragezeichen. Die gefährliche Spur. Mit Rätsel drauf, mit allem. Es war eine Pizza rein mit Käse. Mit Mozzarella, roten Cheddar, Gouda, Hartkäse und Pecorino tiefgefroren. Und ich muss sagen, das war wirklich eine der besten Käsepizzen, die ich je gegessen habe. Vergesst die Berlin-Tag- und Nacht-Käsepizza. Selbst die Gustavo Gusto, 4 Käse für ein Halleluja, die bisher immer mein Favorit war, finde ich nicht so toll wie die. Die hat mich wirklich überzeugt als eine reine Käsepizza. Rockys Pizza, 4 Käse. Fand ich richtig heftig. Jetzt gibt es aber noch eine zweite davon. Wenn wir das hier also wegnehmen, haben wir das da stehen. Und das, was da steht, ist auch nochmal Rockys Pizza Salami von den dreisten Dreien. Guck dir das an. Also von die drei Fragezeichen. Der feuerrote Teufel. In 12 Minuten Backzeit wieder einen kniffligen Fall lösen. Da wisst ihr ja schon, was auf euch zukommt. Wir können das nochmal so zeigen, wenn wir den Karton so haben. Obwohl, da gibt es eigentlich nicht wirklich was zu sehen. Außer, dass man den natürlich wieder hier irgendwo aufmacht. Und dann hochklappt und wegzieht. Und boah, schon das, wie man den aufmacht, ist schon ein Rätsel für sich, glaube ich. Jetzt greife ich einmal hier rein, mache das mal so. Und dann müsste es auch fast aufgehen. Ich möchte aber nochmal vorlesen, was da drauf ist. Pizza. Mit Salami, Calabrese-Style, Gouda, Mozzarella und Hartkäse. Die Geschichte, der feuerrote Teufel. Die drei Fragezeichen schwärmen für das kleine Restaurant Rockys Pizza, das vor wenigen Monaten in Rocky Beach eröffnet hat. Auch heute haben sie eine Bestellung aufgegeben und wollen ihre Pizzen später abholen. Einem gemütlichen Freitagabend in ihrer Zentrale steht nichts mehr im Wege. Noch ahnen Justus, Peter und Bob nicht, was ihnen alles bevorsteht. Denn was sie erleben werden, ist nicht nur etwas für Feinschmecker, sondern auch ein Fall für echte Detektive. Willst du den drei Fragezeichen helfen, die Rätsel zu lösen, dann scanne jetzt den QR-Code, folge dem Link zur Website und steige in den Fall ein. Der Code ist wieder hier unten, den wird wahrscheinlich wieder keiner abscannen können. Ich kann es auch nicht, ich habe nämlich keine App dafür, da bin ich nämlich viel zu oldschool unterwegs. Und deswegen reißen wir jetzt mal hier diesen Karton auf. Und gucken mal hier rein, was uns da erwartet. Diese Pizza hat Kanal Phänomenal ja schon getestet. Finde ich mal lustig, dass. Adi Schatz! Dass das hier in diesem. Ja, dass der Karton halt dann so aussieht, wie er aussieht. Also der Karton ist auf jeden Fall. Vielleicht hänge ich mir den auch auf. Das ist Salami Calabrese Style. Einmal mit Folie und dann einmal mit ohne Folie. Und guckt euch das mal an. Ich habe noch nie so eine Salami-Pizza gesehen. Die sieht wirklich feuerrot aus. Der Käse fliegt überall rum und ihr habt hier überall diese kleinen Pustel drauf. Grün und weiß und asozial und alles ist da drauf. Das finde ich total toll. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir die aus dem Ofen wieder rausholen und wie die schmeckt. Die ist auf jeden Fall auffallend anders. Wieder mal. So. Einmal raus, das Backblech. Einmal rein, die Caprese. Ding ist wieder zu. So, und das ist die Pizza, wenn sie fertig ist. Schmeißen wir hier rüber. Backen das Blech wieder rein. Und guckt euch die mal an. Die ist jetzt natürlich ein bisschen dunkler geworden. Sieht dann immer noch rot und brutal aus. Die werde ich jetzt auch wieder vierteln und die Viertel mir dann reinziehen. Wie die Viertel schmecken und ob wir vielleicht wieder die Tabasco-Soße brauchen zum Nachwürzen. An sich dürfte da jetzt auch nichts Scharfes dran sein. Es ist ja nur eine normale Salami. So, die Salami-Pizza ist also auch fertig von die drei Fragezeichen. Ist jetzt auch geviertelt, sieht also so aus. Für Thumbnail können wir vielleicht den Karton nochmal daneben halten. Ungefähr dann also so. Man muss immer total dumm aussehen. Ja, so sieht es immer aus. Die sieht halt wirklich sehr speziell aus, oder? Guckt euch das doch an. Ist jetzt fertig.
hat jetzt hier das Grünzeug drauf. Die sieht jetzt ein bisschen dunkler aus allgemein als die andere, nicht nur durch den Belag. Ich habe das Video direkt nach dem anderen gedreht. Das heißt, ich bin eigentlich schon komplett satt. Die erste hat wirklich gestopft und das, obwohl ich nur eine halbe gegessen habe. Das sagt auch viel aus, dass ihr zu dem Preis wirklich auch satt werdet. Bei der Berlin Tag- und Nachtpizza habe ich immer noch Hunger gehabt, selbst nach der zweiten. Hier, die stopft auch. Die Käsepizza hat gestopft. Die war richtig lecker. Ich bin gespannt, was die kann. Die riecht zwar ein bisschen komisch, also vom Geruch her fand ich die Käse besser, aber wir beißen jetzt mal hier rein, gucken mal, was das ist. Aber ich sehe schon, weil hier ein bisschen zu lang drin war und der Ofen halt schon komplett heiß war, wird die wahrscheinlich jetzt noch knuspriger sein, aber dadurch auch viel trockener und nicht an die Käse rankommen von der Qualität. Da hätte der Pizzabäcker jetzt nichts mehr zu lachen. Ein sehr merkwürdiger Geschmack, keine Ahnung, es schmeckt irgendwie auch ein bisschen süß, kräuterlich, fettig, bisschen Salami durch, aber beißen wir hinten rein. Kein richtiges Fach zum Verstecken. Also geschmacklich muss ich sagen, hat mir die Käse auf jeden Fall besser geschmeckt, was mich total überrascht, weil ich immer sonst sage, Käse okay, aber da fehlt mir irgendwie was. Salami, richtig Geschmacksträger, ballert richtig rein. Jetzt habe ich den Käsegeschmack im Mund gehabt, der war richtig toll, der war richtig lecker, der war richtig frampfig und fropfig. Und jetzt probierst du diese Salami, erwartest ganz viel, ist halt leider nicht scharf, ist ja nur eine normale Salami, aber im Caprese-Stil, ich weiß ja nicht, was das genau heißen soll, aber dieses ganze Kräuterliche da drauf und dieses Süßliche irgendwie, was auch so durchkommt in diese ganzen komischen Gewürze, ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, also die würde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen, dann lieber nochmal die Käsepizza. Das heißt, die Capital Bra Rindersalami ist meiner Meinung nach immer noch die genialste Tiefkühl-Salami-Pizza, die es gibt. Und am liebsten esse ich trotzdem auch immer noch die Ja Edelsalami. Die ist übelst günstig, schmeckt aber einfach nach einer super Salami-Pizza. Kommen die leider nicht ran, meiner Meinung nach. Würde noch mal ein bisschen anderen Eindruck haben natürlich, wenn du die jetzt nicht so lange drin hast und die noch ein bisschen weicher auch ist, aber der Geschmack von der Salami an sich und den Kräutern, der ist ja trotzdem da und überwiegt, was jetzt nicht mein Geschmack ist. Wir werden trotzdem probieren, wieder ein bisschen Tabasco hier drauf machen, wie das schmeckt mit Tabasco. Selbst das Tabasco schafft es nicht, diesen wirklich eigenen Salami-Geschmack, den diese Pizza mitbringt, zu überdecken. Ich fand, das Tabasco hat sogar viel besser zu der Käsepizza gepasst diesmal, als zu dieser Salami. Also, die könnt ihr trotzdem probieren. Wenn ihr die schon probiert habt, schreibt mal eure Meinung rein. Ich glaube, ich muss sogar nochmal den Test von Kanal Phänomenal mir jetzt angucken, dass ich nochmal weiß, was er dazu gesagt hat. Mir hat die Käsepizza richtig gut gefallen. Empfehlungen würde ich nochmal holen. Die Salami nicht so gut. Da gibt es so viele andere Salami-Pizzen, die mir richtig gut gefallen haben. Ist mir zu kräuterlich. Und deswegen, ich werde jetzt natürlich noch essen. Die Hälfte kriegt Pupsi, die Hälfte habe ich. Noch den Rest Tabasco da drauf. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.